Manchmal geht ein Experiment schief. Gut, als Physiklehrer ist das dann halt blöd, aber eigentlich auch nett, weil da beginnt ja eigentlich die Physik. Nicht nur im Physikunterricht, sondern natürlich auch in der Realität, weil, und da setzt halt die Forschung ein, weil wenn halt, wie gesagt, etwas passiert, was man nicht erwartet, ist halt die spannende Frage, warum? Und ja, wenn man Glück hat, entdeckt man was dabei. Hier habe ich ein ganz einfaches Experiment. Man sieht, es geht um die Lorentzkraft. Da habe ich auch irgendwann mal ein Video zu gemacht. Also wer das jetzt nicht weiß, was das ist, das kann ich hier oben verlinken. Da hat man die linke Handregel. Ich habe hier einen Hufeisenmagneten. Ich kann das noch ein bisschen besser in die Kamera halten. Da steht sogar... Oh, ich habe... Tun wir andersrum, damit man die Beschriftung lesen kann. Wobei prinzipiell für den Versuch ist das jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, ob ich den jetzt so rum oder so rum reinstecke. Also ich habe hier Nordpol, Südpol, wie man das so von einem Hufeisenmagneten erwartet. Jetzt habe ich hier ein Draht, der ist gleich Strom durchflossen und jetzt ist die spannende Frage, in welche Richtung wird sich der Draht bewegen? Naja, jetzt brauche ich natürlich noch eine Stromquelle. Hier habe ich eine Batterie, hier oben steht es, plus, das kurze Ding hier ist plus, der lange ist minus. So, und wenn ich das jetzt dann so anschließen würde, hätte ich hier vorne minus, hier hinten plus. Das heißt, linke Handregel, die Elektronen fließen sozusagen nach oben. Zumindest von dir aus gesehen auf dem Bildschirm. Oder halt in diese Richtung. So, dann der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfelds. Von Nord nach Süd, also nach unten. Und der Mittelfinger zeigt in die Richtung der Lorentzkraft. Das heißt, dieses Teil müsste sich in diese Richtung bewegen. Schauen wir mal. Und wie man gesehen hat, bewegt es sich in die andere Richtung. Ja, und jetzt ist guter Rat teuer. Meine erste Idee war natürlich Batterie. Oder ist vielleicht Schwerkraft oder so, ist nicht eben, wenn man das umkehrt, ja, sieht man, dass es entsprechend in die andere Richtung rollt. Gut, ich habe natürlich die Batterie überprüft, habe ein Multimeter dran gehalten, dass mit Plus und Minus die Beschriftung stimmt. Die Batterie ist in Ordnung. So, gut, das Ding, das ist ein Kupferstab. Was soll an dem kaputt sein? Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch der Magnet hier übrig. Und hier wird es jetzt tatsächlich spannend. Das war... tatsächlich so ein Ding, was ich mir aus China im Rahmen, als wir das Homeschooling hatten, hat im Prinzip hat nur ein Apfel und ein Ei gekostet. Und naja, das habe ich gedacht, naja, was kann da schon schief gehen? Das ist ein Hufeisenmagnet. Und naja, dann bin ich hergegangen und habe gedacht, naja, Nord und Nord müsste sich abstoßen. Stimmt. Süd und Süd stößt sich ab. Sieht doch eigentlich ziemlich in Ordnung aus. Dann ist halt die Frage, und das kann man sich im Prinzip ein bisschen klar machen, indem man sich mal aufschreibt, was erwartet man denn eigentlich? Ich nehme hier einfach mal einen Stift. Okay, wie heißt es schön? Nicht hübsch, aber funktional. Hier ist mein Hufeisenmagnet. Nord, Süd. Was erwarte ich von dem Ding? Naja, dass er Magnetfeldlinien hat von Nord nach Süd. Hier innen drin ein weitgehend homogenes Magnetfeld. Und hier außen
und so weiter. So. Jetzt ist halt die Frage, macht er das? Und naja, wenn man mal genau hinguckt, ist der Nordpol ja hier überall Nordpol. Und wenn ich jetzt hier dran gehe, das stößt sich ab und das müsste sich anziehen, tut's aber nicht. Das zieht sich an. Das heißt, mit der Vorstellung, wie sie auch in sehr vielen Büchern steht, und dieser Magnet, das passt irgendwie nicht zusammen. Was macht man, um herauszufinden, ob der Magnet vielleicht anders ist? Hoppla. So, was macht man, um herauszufinden, ob der Magnet vielleicht anders ist? Na, ganz einfach. Man besorgt sich noch einen. So, zwei Magneten. Jetzt kann man sich überlegen, okay, das sieht wieder gut aus. Das heißt, es stößt sich ab, es zieht sich an. Mal gucken, ob der das auch macht. Das heißt, hier komme ich mit meinem Nordpol, stößt sich ab, Nordpol stößt sich ab, Nordpol stößt sich ab. Das heißt, die sind tatsächlich irgendwie verschieden. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich das sichtbar? Ich lege die mal nebeneinander und ich habe hier so ein schickes Papier. Ist praktisch eine Folie, in der sich quasi Eisenspäne befinden. Und man kann dann so ein bisschen erkennen, wie das Magnetfeld läuft. Und wenn ich das hier drauflege, sieht man nicht viel, weil in der Spiegelung die doofe Neonröhre zu sehen ist. Probieren wir das Ganze nochmal ein bisschen auf der Seite ohne Spiegelung. Und jetzt sieht man tatsächlich, dass hier etwas anders ist. Und zwar habe ich hier einen weißen Streifen durchlaufen und hier nochmal. Und hier habe ich hier weiße Streifen durchlaufen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Ich mache das mal klar, indem ich einen ganz einfachen Magneten hier drunter lege, nämlich den Kumpanen hier. Und wie man sieht, ist der weiße Streifen da, wo Nord- und Südpol aufeinandertreffen. Also im Prinzip, je stärker das Magnetfeld, umso schwärzer die Folie. Und da, wo ich praktisch kein oder ein schwaches Magnetfeld habe, ist es ziemlich hell. Gut, dann schauen wir mal, was das jetzt nun bedeutet. Ich habe also hier ein Magnetfeld. Aber das sieht jetzt nicht so aus wie das hier, sondern man hat ja gesehen, wenn ich die Folie nochmal bemühe, dass ich offensichtlich auf der rechten Seite einen anderen Pol habe als auf der linken Seite von diesem Fuß. Das gleiche hier. Und das habe ich ja auch eben schon gezeigt. Nord und Süd zieht sich an. Aber das stößt sich ab, weil hier zwei Südpole gegenüber liegen. Das heißt, das Magnetfeld, so wie ich das erwarte, das sieht eigentlich anders aus. Ups. Naja, nicht so hübsch. Aber im Prinzip sieht es so aus. Ich habe hier mein N stehen
Und hier gehen auch tatsächlich Magnetfeldlinien raus. Nur diese Magnetfeldlinien gehen hier wieder rein. Das heißt, und hier ist es im Prinzip andersrum. Hier habe ich mein S stehen. Das heißt, ich habe hier in der Mitte ein Magnetfeld. Das geht sozusagen in die andere Richtung als erwartet. Und dadurch rollt auch mein Kupferstab in die andere Richtung, weil das Magnetfeld im Innern von diesem Hufeisenmagneten sozusagen nicht laut der Beschriftung von Nord nach Süd, sondern weil hier praktisch ein Nordpol ist auf der Innenseite und hier auf der Innenseite ein Südpol ist, genau in die andere Richtung. Das ist tatsächlich spannend. Hat ein Weilchen gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin, dass das Ding einfach anders als erwartet magnetisiert ist. Und wenn ich mir jetzt den Kumpan hier nochmal angucke, dann müsste der auch nicht ganz seiner Färbung, weil hier habe ich ja weiße Striche, das ist ja da, wo kein Magnetfeld ist. Das heißt, hier habe ich Nord und Süd, zieht sich an, zieht sich an. Und hier merke ich schon, zieht sich nicht mehr so dolle an. Das heißt, hier ist der tatsächlich auch, der ist vor allen Dingen hier vorne stark magnetisiert. Und ich kann den zum Beispiel hier nicht, hier habe ich tatsächlich irgendwie Abstoßung. Der mag hier an der Stelle nicht so richtig dran. Ja, die Frage ist, wie die Dinger hergestellt werden. Ob man hier einfach zwei Magnete hat. Wie der hergestellt worden ist, das ist wahrscheinlich relativ einfach. Den hat man einfach, was weiß ich, so magnetisiert, wie man den auch magnetisieren würde, hat den einfach ein starkes Magnetfeld ausgesetzt. Und dann ist halt hier das, was jetzt rot angemalt ist, Nord, und das, was jetzt grün angemalt ist, Südpol geworden. Und wenn das hier an einem starken Magnetfeld war, das erklärt auch, warum die obere Hälfte eine andere, oder halt einen anderen Pol hat als hier die untere Hälfte. Die obere ist ja Nord, wie hier draufsteht, und die untere Hälfte Südpol. Das heißt, man hat das Ding einfach so magnetisiert und dadurch hat das beziehungsweise einem starken Magnetfeld ausgesetzt. Und zwar dieser Art, dass das Magnetfeld hier praktisch ja, in diese Richtung hier durchgegangen ist. Und auf diese Art und Weise hat man den offensichtlich hergestellt. Und das ist nicht das, was man zumindest laut den Physikbüchern und so weiter von einem Hufeisenmagnet erwartet. Also sehr spannende Geschichte. Habe ich nicht gewusst, dass es offensichtlich bei den Hufeisenmagneten solche, sagen wir, interessant magnetisierenden Dinger gibt. Aber wie gesagt, war mal eine ganz spannende Geschichte und ist so eine Sache von Problemlösefähigkeit, rauszukriegen, warum, wieso, weshalb. Soweit, so gut. Wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, gerne ein Kommentar. Ist dir das vielleicht auch schon mal passiert, dass du da irgendwie so eine Knobelaufgabe unfreiwilligerweise bekommen hast? Gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Dann bis hoffentlich zum nächsten Mal.